Wer bist du? Armand. Genau um den geht's in der neuen Serie im Kika. Armands Geheimnis. Charlie, komm zu mir. Du musst uns jetzt helfen. Was soll ich machen? Geh in den Raum der Erinnerung. Was? Welcher Raum? Ich bin mega gespannt, was sich dahinter verbirgt. Hallo zu Kika Live an Halloween. Endlich ist sie gestartet, die neue Mystery-Serie im Kika, Armands Geheimnis. Falls ihr die Folgen gerade verpasst habt, gar kein Problem. Denn ich treffe jetzt heute die Hauptdarstellerin Sinje. Denn Armand ist übrigens auch ein Pferd. Und deshalb bin ich auch hier auf dem Reiterhof. Hi. Hi, schön dich kennenzulernen. Mensch, wir sind jetzt hier an Halloween auf einem schönen Reiterhof. Ist Halloween eigentlich so dein Ding? Halloween eher nicht so. Nee, meins auch nicht, aber ich esse Kürbis sehr gerne. Aber trotzdem sind wir heute hier, denn die Serie, in der du die Hauptrolle Charlie spielst, Armands Geheimnis, das ist ja schon so ein bisschen so eine Mystery-Serie, oder? Ja, auf jeden Fall. Also viel Spannung und bis zum Schluss weiß man auch nicht, wie es ausgehen wird. Also. Vielleicht kriege ich das ein oder andere noch raus. Was ich schon weiß, ist, dass Armand ein Pferd ist. Und deshalb dachte ich, wir suchen uns erstmal Pferde aus. Ja? Klar, okay. Gerne. Das finde ich gleich raus. What if all the chips were down and you feel you hit the ground and the truth is to be found. Was ich ja ganz spannend finde, dass du extrem Respekt hast vor Pferden. Ja, auf jeden Fall. Also es sind halt mega, mega große Tiere. Und ja, ich bin nicht so das typische Pferdemädchen. Okay. Ich komme mittlerweile ganz gut mit denen klar, glaube ich. Aber generell, ich habe immer noch großen Respekt vor denen. Ich stelle dir großartig vor, Berufswunsch Schauspielerin. Du kriegst einen Anruf, du hast den Job und dann mit Pferden. Nein. Ja, also ganz so schlimm war es jetzt nicht. Also ich dachte mir schon erstmal so, okay, aber es war ja von Anfang an klar, das kriegt man schon irgendwie hin. Wie hast du das dann gemacht, damit es geklappt hat? Also es ging eigentlich ganz gut letztendlich, weil ich hatte halt quasi mein eines Pferd. Okay. So, und immer eine Pferdetrainerin, die halt Besitzerin von dem Pferd war. Das kannte die halt in- und auswendig im Prinzip. Und ja, das war dann irgendwann kein Problem mehr, wenn du wirklich 3 Monate lang am Stück jeden Tag mit dem gleichen Tier arbeitest. Gewöhnst du dich irgendwann dran. Das stimmt. Ich bin zwar für Kika Live dieses Jahr schon unfassbar oft geritten auf einem Pferd, auf verschiedensten Pferden, aber ich bin auch absolut kein Profireiter. Also sind wir heute auf einem Level. Ja. Und konnten uns jetzt hier ein Pferd aussuchen. Also ich finde, der Stressmacher schreit schon nach dir. Das ist der Lumpi. Das sind kleine. Wir holen uns jetzt hier schon die großen. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin Jess. Hallo. Hallo, hallo Sandra. Wir sind gerade auf der Suche nach so 2 Pferden für uns. Die brav sind, ja? Genau. Ja, oder? Ja. Falle. Doch, wäre schon okay, schön. Da hätten wir hier die Melody. Oh, weiß. Ich bin ja weiß noch nie geritten. Du? Nee, ich auch nicht. Nur schwarz. Warum schwarz? Schwarz, weil das eigentlich braun war und es wurde gefärbt. Ach, echt, ja? Ja, das immer getrickst. Das ist eine Stute, ja? Etwas größeres Modell, aber ganz brav. Ja, ist schon mal sehr sympathisch. Okay, nehmen wir. Das ist der Schocchino. Schocchino, und der ist aber auch entspannt. Ganz entspannt, ja. Ich glaube, ich probiere mal weiß. Ich weiß warum, weil sie ruhiger ist. Okay. Ja. Wie war das eigentlich, als du das erste Mal Armand begegnet bist? Das war auch so ein magischer Moment, oder? Im Film, ja. Im Film sieht es ja letztendlich ganz toll aus. Aber ich glaube, wir haben dafür insgesamt einen Tag gebraucht, um das alles
Was passiert da genau? Bei Charlie ist es dann halt so, dass kein Pferd mehr da ist. Und dann kommt quasi der schwarze Hengst auf sie zu, von dem es eigentlich immer heißt, so, der kann man nicht reiten und er ist ganz wild und gefährlich. Und ja, Charlie ist dann so die Einzige, die ihn quasi so ein bisschen bändigen kann. Jetzt bleibst nur noch du übrig, Charlie. Nehmen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Lass es einfach versuchen, ja? Also Senior, bei uns bei Kicker Live läuft das alles ein bisschen anders. Hier suchen sich die Reiter nämlich die Pferde aus, die man definitiv reiten kann. Und die Melodie, glaube ich, da hast du einen guten Fang gemacht. Mhm. Oh, ist die weich, so schön. Okay, ich gehe mal zu Choquinho. Also, frohes Putzen. Bis gleich. Geputzt? Hast du schon mal? Nee. Zeig's dir mal. Bei einem Schimmel hat man immer ein bisschen mehr zu tun. Was hat dir denn so an den Dreharbeiten am meisten Spaß gemacht? Das Coole war, dass wir halt fünf quasi mehr oder weniger im gleichen Alter waren. Ja. Und es war ja natürlich dann auch nochmal was Schönes irgendwie so, wenn du quasi so ein Haufen bist und dann zusammen so deine Monate verbringen kannst. Das macht echt Spaß. In der Serie sind es ja fünf komplett unterschiedliche Charaktere. Nur den Hauch einer Ahnung, wie viele Kalorien du gerade in dich hineinstopfst. Willst du nicht eher was abhaben? Magamons sind nicht mehr so angesagt, habe ich gehört. Ach, die Schlägertussi ist auch schon. Kann ich dich einen Moment sprechen? Das kleine Baby vermisst ihren Papi? Hm? Oh, alle mal eine Runde Mitleid. Wow. Und du bist die Taffe. Ich bin, ja genau, ich bin die Taffe, die Coole. Am Anfang ja auch so ein bisschen so die Alleingängerin, so sucht sich ja nicht unbedingt die Freunde. Wie schafft man es denn, wenn man den ganzen Tag für so eine kurze Szene dreht, trotzdem die gleiche Laune zu haben und den gleichen Gesichtsausdruck? Ich glaube, das hat auch einfach viel mit den Leuten zu tun. Und du stehst halt echt schon um 6 Uhr morgens auf. Ja. Und fährst dann dahin und musst den ganzen Tag da noch arbeiten und so. Und das sind halt dann echt die Leute, die dich da einfach rausreißen. Mhm. Wenn du eine Minute frei hast, versuchst du einfach so viel rumzualbern, wie es nur geht. Und dann einfach nur, wir müssen jetzt irgendwie hier mal ein bisschen Spaß reinbringen. A horse is a horse, of course, and no one can talk to a horse, of course, that is, of course, unless the horse is the famous Mr. A. Go right to the source and ask the horse, he'll give you the answer that you're looking for. Talk to Mr. A. Nerven, ey. Immer noch mal, wenn die Kommandos reinkommen hier. Oh, super gemacht.
Das Spannende an der Serie ist ja, dass euch fünf ein mysterisches Geheimnis begegnet, das ihr lösen müsst, ne? Genau, und zwar merke ich, glaube ich, als allererste von den fünf Jugendlichen, also Charlie merkt halt, dass irgendwas auf dem Hof nicht ganz richtig ist und auch nicht irgendwie stimmt. Und nach und nach bemerken das auch die anderen. Zuerst wollen sie es ihr nicht glauben. Ich meine, klar, in einer normalen Welt, wenn da irgendwie komische Dinge passieren, gehst du ja jetzt auch nicht davon aus, dass das irgendwie was Echtes ist, okay, sondern irgendwie hat dir irgendwas einen Streich gespielt. Was machst du hier, Nils? Ich glaube, wir sind in einem Wurmloch. Einem Knick des Universums. Irgendjemand hat euch doch heute allen was in den Tee getan. Wir finden aber halt dann heraus, was es ist und was quasi auch das Problem ist, was wir dann halt natürlich auch versuchen zu lösen. Ich hab mir das nicht eingebildet. Dann zeig's mir. Er meinte nur, ich soll in den Raum der Erinnerungen gehen. Okay. Okay, was? Okay, wir suchen diesen Raum. Guten Appetit. Wir haben noch keine offizielle Mittagspause, mein Freund. Ladies first. So, ihr Lieben, wir haben euch was mitgebracht. Melody noch. Sinje, du wurdest ja bei einer Aufführung entdeckt. Wie war das denn genau? Wie ging das los bei dir mit der Schauspielerei? Das war eigentlich so Hobby, wollte ich halt irgendwie was mit Theater und Schauspiel machen. Mhm. Und dann gab es halt Comedia-Theater in Köln. So einen Aufbau, Grundkurs, wie auch immer. Und okay, am Ende hat man ein Stück selber geschrieben und das dann aufgeführt. Da saß halt eine Agentin drin, die mich dann gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte auf Film und Fernsehen. Ich dachte mir so, ich probiere es einfach mal aus. Und dann, ja, bin ich da quasi gelandet. So kann es gehen. Unfassbar. Glück gehabt, aber natürlich auch ein großes Talent. Gibt es irgendwie sowas Spezielles, was du dir noch wünschen würdest? Hast du da was? Also einfach so gut es geht weitermachen, gute Rollen bekommen, weiterhin sehr viel Spaß zu haben, ja, und immer viel Neues zu erleben. Das würde mir eigentlich schon reichen. Jetzt gibt es ganz viele Jungs und Mädels, die natürlich unfassbar gerne Schauspieler werden würden. Hast du irgendwie einen Tipp, was man machen kann, um, ja, schon mal in die Richtung zu kommen? Vielleicht einfach erstmal gucken, so mit dem Theater, ist das überhaupt, ja, etwas, was mir gefällt? Weil ich meine, klar, es sieht immer ganz cool aus, wenn man so, ich weiß nicht, Matthias Schweighöfer oder so überall sieht, immer in jenen Zeitschriften und so. Ich habe keine Möhre mehr. Aber es hat halt auch viel mit Arbeit zu tun und ob man überhaupt auch machen kann, so. Ja. Dass irgendwie einem auch liegt und so, genau, und wenn man weiterhin Spaß daran hat. An manchen Schulen gibt es auch Theater-AGs sogar. Vielleicht kann, genau, man sich da einfach mal ausprobieren, ja, ne? Manche sagen ja immer so, okay, wenn du Schauspieler werden willst, dann musst du ad hoc heulen können. Stimmt das? Mittlerweile gibt's ja auch so die kleinen Tricks, yeah, und so, ne? Wie zum Beispiel kann auch jeder zu Hause mal machen, Tigerbalm unters Auge. Ja. Könnt 3 Stunden lang schön heulen und es sieht total echt aus und dann macht ihr noch so ein bisschen und dann geht das auch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Mich wir auch. Sind auch gespannt, okay, auf die nächsten Folgen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Mhm. Werde dich im Auge behalten, meine Liebe. Und für euch gibt es jetzt direkt im Anschluss an Kika Live die nächste Folge von Armens Geheimnis. Viel Spaß dabei und wir sagen tschüss. Tschüss. Wiedersehen.